Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mal einen 12-Tage-Adventskalender auspacken, der aber teuer genug ist. Und zwar ist das die Box von der lieben Charlotte, ihr Schmuckkästchen. Genau, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich packe das jetzt auch aus, weil eine Freundin von mir hatte mir gesagt, die hatte nämlich vor 2 Jahren schon diese Box von mir bekommen. Die hat nämlich 2 Töchter. Ob sie für ihre andere Tochter einmal nochmal so ein Ding haben könnte. Ich sage, du, das ist gar nicht so leicht, da dran zu kommen. Das ist ganz schön teuer. Ja, aber ich packe so oder so aus. Also von daher bekommt sie das. Und das ist auch wunderschön. Ne? 200 Euro. Dann muss die Umverpackung auch stimmen. Man kann es nicht anders sagen. Man hat hier oben auch gar keinen Spiegel drin. Ich dachte, hier wäre ein Spiegel mit dabei. Naja. May all your beauty dreams come true. Ja, mögen all deine Beauty-Träume wahr werden. Da oben ist leer. Okay, ja gut, dann ist das mal so. Das Schmuckkästchen von Charlotte kostet 200 Euro. Wenn man sich dort anmeldet, kann man, also ne, es geht über die App, kann man auch irgendwie Prozente bekommen. Ich habe das, glaube ich, 20 Euro günstiger bekommen. Da hatte ich 10%. Eben habe ich nochmal geschaut, da kriegst du gerade 20%, also 40 Euro Rabatt. Das ist schon mal dann eine ganz gute Geschichte. Das muss wirklich was drauf haben, oder? Ganz ehrlich, wir haben alle große und hohe Erwartungen an dieses Produkt, weil für den Preis, für 12 Produkte, muss das Ding knallen. Okay, das Ganze startet mit einem Lippenprodukt und zwar in der Farbe Walk of No Shame. Da habe ich einen wunderschönen Lippenstift von tatsächlich. Das hier dürfte ein Liquid Lipstick sein, wenn ich mich nicht täusche. 2,6 Milliliter, das ist ein Mini-Format, sagt die Umverpackung. Ist eine wunderschöne Farbe, aber ich glaube für 200 Euro hätte ich auch eine Full Size erwarten dürfen. Naja, vor allem steht dieser Adventskalender ja auch in harter Konkurrenz, muss ich ehrlich gesagt zugeben, zu allem, was ja auch so super hochpreisig ist, nämlich zum Beispiel der Lancôme Adventskalender, der mit 130 Euro 24 Produkte enthält. Hoffentlich haben wir hier gute Sachen drin. Ich würde mich so freuen, weil ich mag Charlotte Tilbury Produkte, aber die Nummer 1 bzw. das erste Produkt ist jetzt nicht so geil. Also das Produkt an sich schon, aber es ist halt ein Mini-Format und ja, mal gucken. Das Produkt im zweiten Schublädchen ist wahrscheinlich auch eine Reisegröße mit 8 Millilitern, yo. Aber es ist ein tolles Produkt. Das ist das Magic Serum Crystal Elixir. Ein wirklich wundervolles, schönes Serumprodukt, was man auch toll als Glowy Primer verwenden kann. Habe ich letztens noch aufgebraucht und mag ich sehr, sehr gerne leiden. Auch hier hätte ich mir ein größeres Format gewünscht, aber es hätte, glaube ich, auch gar nicht in das Kläppchen reingepasst. Wobei, hier oben wäre noch Platz gewesen, Leute. Da, so. Hier, ganz viel Platz. Okay, ich glaube, wir haben hier wirklich nur Minis drin, ne? Ich glaube aber, auf dem Bild waren größere Produkte abgebildet. Nun ja, wir haben in dem dritten Schublädchen Beauty Light Wand Easy Highlighter. Finde ich gut, in der Farbe Spotlight, 5 Milliliter. Den finde ich richtig, richtig, richtig gut. Ich habe aktuell auch einen Dupe davon in Anwendung von Kiko, den ich auch sehr gerne mag. Habe ich heute auch nochmal drunter, ne? Ist halt klein, aber es ist irgendwie trotzdem schön, weil du brauchst ewig, um das aufzubrauchen. Und ich versuche mir das gerade irgendwie schön zu reden, aber es ist schon klein, ne? Guck mal, das vierte Schublädchen wäre ganz schön groß gewesen. Naja, und hier habe ich was drin, das habe ich aber tatsächlich auch schon offen. 8 Milliliter von dem Lip Conditioner, also beziehungsweise Lippenpflegeöl ist es in dem Sinne. Das dürfte aber eine Full Size sein. Und das ist auch ein relativ neues Produkt, deswegen finde ich es gut, dass es drin ist. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Ja, im fünften Kläppchen, Schublädchen haben wir eine Travis Size von der Pillow Talk Push-Up Lashes Mascara, die richtig, richtig gut ist, in der Farbe Super Black. Und in dieser Mascara sind 4 Milliliter drin. Die ist super. Die macht wirklich einen ganz, ganz tollen Effekt auf den Wimpern. Mag ich auch sehr gerne leiden. Und ich finde es auch gut, dass sie mit drin enthalten ist. Hier haben wir schon die Halbzeit. Und zwar ist das in der Farbe Hot Gossip Lip Cheat. Finde ich klasse, dass es nicht klassisch Pillow Talk ist, um ehrlich zu sein. Denn Pillow Talk habe ich schon. Reshape and Resize Lip Liner. Hier sind ganze 0,8 Gramm drin enthalten, aber es ist eine wirklich schöne Farbe und ich meine, dass der auch ganz gut zu dem, ja, zu dem Walk of No Shame passt. Definitiv, ne? Das passt ganz gut zusammen. Das ist schön. Ach komm, ich kann euch die auch beide einfach mal swatchen, denn ich werde sie schon behalten. Für den Preis, ne? Muss das auch irgendwie alles sein? Oh. Das ist aber kein Liquid Lipstick, das ist eher ein Gloss, Leute. Oh, finde ich klasse. Ja, das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut jetzt, muss ich ehrlich sagen. Denn Liquid Lipstick ist ja nicht ganz so meine Welt, ne? Ja, und hier haben wir einmal Lip Liner und Lip Gloss zusammen geswatcht. Kann zusammen sehr gut harmonieren, ne? Ne, finde ich gut. Doch, doch, doch.
Die zweite Halbzeit dieses Beauty-Kästchens wird fortgeführt in der Farbe Barbarella, komm, Brown, Rock and Coal Iconic Liquid Eye Pencil, also quasi ein Kohlkajal. Und auch hier haben wir 0,8 Gramm drin enthalten. Ja, ein schönes Produkt, definitiv. Ist so ein anspitzbarer Stift, ne? Ja, kannst du nicht hochdrehen. Und braun finde ich auch ganz schön. Das ist einfach mal was anderes als das klassische Schwarz. Auch hier darf die Nummer 8 machen, dass es kracht. Und hier haben wir ein, ja, ich würde sagen, so ein Liquid-Pinsel drin enthalten, ne? Das ist eigentlich so eine Art, ja, Foundation-Pinsel. Also ich würde damit tatsächlich Foundation auftragen, aber auch Liquid Blush, Liquid Highlighter, Liquid Bronzer, sowas, ne? Fühlt sich super schön weich an. Werde ich auf jeden Fall behalten, weil sowas kann ich sehr gut verwenden, auch zum Reisen. Na guck, wir haben endlich mal eine Full Size in dem 9. Schublädchen. Glowing Gen ist hier die Farbbezeichnung von diesem wunderschönen Lippenstift. Also der sieht wirklich schick aus, ne? Mag ich auf jeden Fall. Und das ist auch eine tolle Farbe. Ja, der passt tatsächlich auch, naja, relativ gut zu unserem Lip Liner. Kann man auf jeden Fall machen, ne? Ist eine schöne, tragbare Farbe, kann man nicht anders sagen. Das finde ich jetzt ganz interessant. Hier haben wir auch einen von den neuen Blushes tatsächlich. Easy Liquid Blush in der Farbe Pillow Talk, 5 ml. Ich habe den in einer sehr pinken Farbe und ich glaube, der wird mir auch sehr, sehr gut stehen. Hier hast du tatsächlich auch so einen Schwämmchen-Applikator, ne? Und ja, der wird auf jeden Fall in Anwendung genommen. Nee, finde ich cool. In der vorletzten Schublade haben wir Charlotte's Magic Cream. Das musste auch tatsächlich sein, in einer wunderschönen Verpackung. Instant Turnaround Moisturizer, 15 ml. Also der ist schon geil, ne? Ich komme damit super zurecht, weil ich halt auch sehr, sehr trockene Haut habe. Viele haben auch schon versucht, die Konsistenz und auch die Wirksamkeit so ein bisschen nachzuahmen und ja, haben es auch ganz gut geschafft, würde ich mal so sagen. Trotzdem finde ich, wenn ich die hier verwende, ist es so ein Edelsprach der Wedel-Moment, mag ich sehr, sehr gerne. Müssten viele von euch auch zu Hause haben, ne? Das Galaxy by Maxime, das ist bei mir jetzt leider schon fast leer. Sehr, sehr vergleichbar von der Wirksamkeit her und von dem, was es auf dem Gesicht hinterlässt. Das ist das Airbrush Flawless Setting Spray. Wundervolles Produkt, das sind 34 ml hier drin. Mag ich richtig, richtig gerne leiden und ich finde es toll, dass es hier mit drin ist. Und das ist witzigerweise auch mit eins der größten Produkte, die wir überhaupt in diesem Kästchen finden. Unter uns mal ganz ehrlich gesprochen, ich persönlich für 200 Euro hätte erwartet, dass sich hier oben in diesem Kläppchen eine Lidschattenpalette befindet. Und zwar eine richtig schön große, damit man halt auch wirklich was für sein Geld bekommt. Natürlich sind die Produkte auch ordentlich viel wert und wir werden hier auch ein derbes Wertgedönsen raus haben. Trotzdem, es sind halt kleine Produkte, es ist halt irgendwie so ein kleiner Appetizer, aber es ist keine vollzeitige Mahlzeit, die wir hier mitbekommen. Und das finde ich irgendwie schade, denn für 200 Euro, was das Ding ja original kostet, darf man das erwarten, dass man hier keine Travel Sizes drin findet, dass man, ne, schon was Geiles hier drin so auffinden darf. Klar, wir haben hier sowohl die Skincare drin vertreten, als auch die dekorative Kosmetik. Es ist nicht nur dieses klassische Pillow Talk-Gedönsen, was ich auch gut finde. Und wir haben auch Produkte, die im Prinzip auch jeder irgendwie verwenden kann und wird. Also sei es, dass man jemand ist, der gerne bunte Sachen trägt oder jemand, der es etwas zurückhaltender mag. Schön für den Alltag, aber auch schön für den Abend möglich. Und du bekommst ja auch wirklich gute Looks mit den Produkten hin. Ich persönlich hätte es ziemlich hart gefeiert, wenn wir halt auch eins dieser weiteren Staple-Produkte, nämlich den Liquid Blush Bronzer drin gefunden hätten. Den Blush haben wir, was ich richtig gut finde. Genauso das Setting Spray tatsächlich. Und dafür dann vielleicht mal ein Lippenprodukt weniger, ganz ehrlich gesagt, ne? Oder den Pinsel. Wobei der Pinsel, den feiere ich eigentlich schon. Das ist schon ganz cool, dass der hier mit drin enthalten ist. Aber für 200 Euro hätte ich hier mehr erwartet. Die Schubladen sind groß genug, um da halt noch ordentlich was reinzupacken. Was meint ihr? Und ich hätte hier oben einen Spiegel drin erwartet, Leute. Ja, lasst mich gerne wissen, was ihr über das Schmuckkästchen von der lieben Charlotte aus dem Jahre 2023 so denkt. Ich finde es ganz cool, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, holt euch das definitiv, ne? Ja, da könnt ihr für den Preis euch besser die Produkte kaufen, die ihr wirklich haben wollt, ne? Ja, das wäre es ja auch schon gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.